Hallo Modellbahnfreunde, heute präsentiere ich euch eine neue Lok von Trix, und zwar eine V140 mit der Nummer Trix Nummer 22404. Ich habe hier einmal den Originalkarton, die Lok habe ich schon herausgenommen, die steht hier an der Seite, das ist das gute Stück, da steht drauf Deutsche Reichsbahn V140 001. Wir werden die Lok gleich mal aufgleisen. Sie hat sehr viele Funktionen, auch Erklärungen über ihren Ursprung und auch da, wo sie sich jetzt befindet, nämlich im Museum, weil es hier eine Museumslok ist. Sie hat sehr viele Soundfunktionen und auch Lichtfunktionen, Führerstand beleuchtet. Und dann probieren wir sie mal aus und anschließend machen wir auch noch einen Fahrbetrieb. Da steht sie, die neue V140 von Trix. Zuerst schalten wir mal den Motor ein. Dann kommen wir zur Beleuchtung. Das ist einmal in Fahrtrichtung und wenn wir die Fahrtrichtung wechseln, erscheint das rote Licht. Vielleicht ist das ohne die Beleuchtung etwas besser zu sehen. Dann gibt es die Führerstandsbeleuchtung. Eine Glocke. Die Druckluftseife. Der Rangierpfiff. Den Bau einer weltweit ersten hydraulisch angetriebenen Großdiesellok unter Federführung von Krauss-Maffei. Das Ganze hatte aber einen kleinen Haken, denn die Lok sollte bis zum Beginn der Ausstellung 100 Jahre Deutsche Eisenbahn Mitte Juli 1935 fertiggestellt sein. Daher standen nur 8 Monate Bauzeit zur Verfügung. Trotz vieler Probleme gelang es mit einem vorbildlichen Einsatz aller Beteiligten, die V16-101 gerade noch rechtzeitig zum Laufen zu bringen und sogar mit eigener Kraft zur Nürnberger Ausstellung zu überführen. Nach erfolgreicher Bewährung und Umzeichnung in V140-001 unterbrach der Zweite Weltkrieg die weitere Entwicklung und schickte sie aufs Abstellgleis. Erneut übernahm nach Kriegsende Krauss-Maffei ihre Wiederaufarbeitung. Es folgten Mess- und Probefahrten. Danach fuhr die Maschine beim BW Frankfurt-Griesheim im Planbetrieb. Eine fällige Hauptuntersuchung führte am 13. Oktober 1953 zu ihrer Ausmusterung. Als bahnbrechende Konstruktion wanderte sie aber nicht auf den Schrott, sondern wurde erhalten und kann seit 2006 in der Außenstelle des Deutschen Museums München, dem Rundlokschuppen der Lokwelt Freilassing, bewundert werden. Ja, das war die Geschichte der Lok. Dann gibt es noch eine Ansage. Nach erfolgreicher Bewährung der V140-001 präsentierte sie die Deutsche Reichsbahn 1937 voller Stolz auf der Pariser Weltausstellung. Als herausragendes Ingenieurzeugnis ihrer Zeit durfte sie sich dort sogar mit einem Grand Prix schmücken. Dann haben wir einmal einen Kompressor. Dann haben wir Luft ablassen.
Diesel nachfüllen. Dann eine Bahnhofsdurchsage. Bitte Vorsicht, ein Zug fährt durch. Noch eine Ansage. Bitte Vorsicht, am Gleis 1, nur Gleis 1 für den kürzeren Schnittzug. Von der Bahnsteigkante bitte zurücktreten. Und den Schaffnerpfiff. Dann gibt es noch ein Lüftergeräusch. Türen öffnen und schließen. Sanden. Ankuppeln und abkuppeln. Schienenstöße funktioniert nur, wenn die Lok fährt. Hilfsdiesel. Und die Brotzeit des Lokführers. Die Glocke. Und mit dem Motorgeräusch kommen wir jetzt zum eigentlichen Fahrbetrieb. Thank you.
Die Lok hat ein Ganzmetallgehäuse. So, das soll es dann wieder gewesen sein. Ich hoffe, die Präsentation der V140 hat euch gefallen und ich sage bis zum nächsten Mal. Das Vogelgeräusch wird erzeugt mit diesem Modul. Dort ist ein kleiner Mini-Lautsprecher dran. Das ganze Teil gibt es von Faller. 18.02.52 kostet ungefähr 15 Euro. Lässt sich einschalten über einen normalen Schalter und spielt dann immer wieder die gleiche Melodie vor.